Du musst nach Afrika? In 2 Tagen? Jessie, das tut weh. Du zerquetscht mir die Finger. Ich flieg doch aber nicht allein. Meine Frau kommt doch mit mir. Du bist verheiratet? Ich wusste, dass mit dir was nicht stimmt. Nein, ich meinte, ich will, dass wir heiraten, bevor wir fliegen. Du willst, dass ich mein ganzes Leben aufgebe und nach Afrika gehe in 2 Tagen? Blöderweise musst du bis dahin auch einen Haufen Impfungen über dich ergehen lassen. Was ist mit den Kindern? Ich wollte weiterhin bei ihnen sein, wenn wir verheiratet sind. Schatz, ich weiß, wie sehr sie dich lieben. Aber du willst doch nicht ewig ihre Nanny bleiben, oder? Wahrscheinlich nicht. Aber wenigstens bis Luke durch die Highschool ist, was durchaus ewig dauern kann. Jessie, das ist die Chance des Lebens für mich. Aber es bedeutet gar nichts ohne dich. Bitte, bitte komm mit mir. Okay, ich tue es. Aber ich weiß nicht, wie ich es den Kindern sagen soll. Hör auf zu schubsen! Ich denke, Sie wissen es schon. Danke, dass ihr mir die Junggesellinnenparty geschmissen habt. Was für unanständige und wilde Sachen machen wir jetzt? Also, wenn du nichts hast, von uns war's das. Wow, hoffentlich werden die Cops nicht kommen. Aber wir haben für dich noch eine kleine Dia-Show gemacht. Oh, na das ist ja süß. Warum trägst du Doktorhut und Talar? Ich dachte, du willst vielleicht sehen, wie ich eines Tages bei meinem Highschool-Abschluss aussehe. Du wirst ja nicht dabei sein. Und du wirst auch nicht sehen, wie mir die Ehrenmedaille überreicht wird. Als Fashionista. Siehst du den leeren Stuhl? Da hättest du an dem Tag gesessen. Aber du konntest ja aus Afrika nicht weg. Weil dich die Erdmännchen aufgefressen haben. Erdmännchen fressen keine Menschen. Es war ein sehr wütendes Erdmännchen. Okay, ihr zwei. Ihr seid ziemlich sauer und das verstehe ich. Aber ihr seid fantastische Kinder und ihr packt das schon. Übrigens ist das auch sehr schwer für mich, denn mein Dad kann nicht bei meiner Hochzeit dabei sein. Wieso denn nicht? Weil er gerade im Einsatz ist. Was hochkompliziertes, Flugzeugträger umdrehen oder so. Bessie, Gören, da seid ihr ja. Sie kommen ja doch noch. Yay! Ich will dir deine Hochzeitstorte vorführen. Oh, ein tolles Foto von Brooks. Aber wo bin ich? Das Foto der Braut ist da, wo es traditionell hingehört. Unter der Plastikblume. Ja, wie nett. Sollten nicht Braut und Bräutigam sichtbar sein? Diva-Allüren. Ja, tut mir leid, dass es sich bei meiner Hochzeit um mich dreht. Übrigens, wir haben beschlossen, die Zeremonie im Penthouse abzuhalten. Einfallsreich. Wieso nicht im Busbahnhof auf der Männertoilette? Ah, Bienen! Ich sehe keine Bienen. Psst.